Wir springen jetzt in die Höhe. Denn ich will Ihnen was über die Fernerkundung der Atmosphäre erzählen. Ein weiteres Compartment, eines der Elemente. Wir haben jetzt viel über Wasser gehört. Die Atmosphäre ist auch eine Ressource natürlich. Wir brauchen die Luft, wir brauchen saubere Luft. Das ist immer noch ein großes Thema in Europa, da komme ich auch dazu. Es ist aber auch eine Art Müllkippe. Also alles, was wir in die Atmosphäre tun, wird dort irgendeinen Einfluss haben, bleibt zum Teil auch darin. Und das zu verstehen, das ist halt die Hauptaufgabe unserer Forschung. Ich habe den Vortrag vom Wetter zum Klima genannt, nicht nur, weil es so viele Diskussionen gibt über Wetter derzeit, da gehe ich auch kurz drauf ein, sondern weil es auch eine sehr wichtige Frage ist. Das Wetter können wir nicht beeinflussen, jedenfalls nicht so direkt, also es sei denn, wir ändern jetzt ganz grundlegend durch Bebauung oder Landwirtschaft bestimmte größere Regionen. Das Klima beeinflussen wir und das will ich eigentlich auch nochmal in unser Bewusstsein rufen an der Stelle. Und es ist auch etwas, was uns besorgt. Und wie immer, wir haben auch über Stillstand und Innehalten gehört, wenn es um Wandel geht. Das ist etwas, das halten wir nicht einfach so auf, weil wir alle daran beteiligt sind, dadurch, dass wir leben und Ressourcen verbrauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Forscher daran arbeiten. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir kommunizieren, was wir dort sehen. Jetzt zum Vortrag. Auf der ersten Folie habe ich dasselbe Bild, was Sie in Ihren Programmen auch mit haben. Das ist ein Satellit. Den hat die Europäische Raumfahrtbehörde ESA gebaut. Der ist schon vor fast 20 Jahren gebaut worden, ist dann 2002 gestartet mit einer Ariane 5. Ein ganz toller Start, der erste Start der Ariane 5, der gut funktioniert hat damals. Und darauf war ein Gerät, was von Wissenschaftlern aus Karlsruhe entwickelt worden ist und dann von der ESA zusammen mit europäischer Industrie gebaut worden ist. Sehr teuer, die Zahl kann ich nachher vielleicht beim Cocktail erzählen, aber es hat sich gelohnt. Der Satellit hat eben 10 Jahre lang funktioniert, was sehr viel ist für einen Satelliten, und hat einzigartige Daten über die Atmosphäre und auch über andere Dinge, über die Landoberfläche, über das Meer, über das Eis geliefert. Und deswegen bringe ich das immer noch sehr gerne auf der Titelseite. Zum einen, weil es so ein großer Erfolg war, und zum anderen, weil eben die Daten, die wir daraus gewinnen, immer noch wichtig sind, auch jetzt. Und letztlich, Sie sehen ja, der hat 10 Jahre funktioniert. Ich habe gesagt, der ist vor über 20 Jahren entwickelt und gebaut worden. Das übersteigt auch Generationen von Wissenschaftlern. Ja, ich bin seit 2009 in Karlsruhe, ich war vorher in Paris. Ich hatte seinerzeit auch schon ein Envisat mitgebaut, als ich in Bremen war. Aber mein Vorgänger, der Professor Fischer, der jetzt heute nicht hier ist, der hat eigentlich sein ganzes Leben daran gebaut, dass dieses Gerät auf dem Satelliten funktioniert. Das sind die Zeiträume, um die es geht. Und im Endeffekt bringt uns das dann auch in die Zeiträume des Klimas und dazu komme ich dann noch. Ein Beispiel, das wollte ich Ihnen eben jetzt auch zeigen, was hat denn dieser Satellit so Tolles gemessen? Und er war eigentlich entwickelt worden in 90er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er, um die Ozonschicht zu überwachen. Die Ozonschicht, darüber redet man heutzutage gar nicht mehr so viel. Sie erinnern sich vielleicht, das Ozonloch, und ab und zu liest man es ja auch in der Presse, da ist wieder ein Ozonloch und dann geht es wieder zu. Und manchmal fragen mich die Leute auch, was ist denn eigentlich mit der Ozonschicht? Das ist eine tolle Geschichte. Die Menschen haben es tatsächlich geschafft, die Politiker, in einem großen Abkommen in den 80er Jahren und dann mit Amendments in den 90er Jahren, sich zu einigen, diese chlorhaltigen Substanzen so stark zu reduzieren, dass man eben nicht mit einem so signifikanten Abbau der Ozonschicht rechnen muss. Aber es gibt jedes Jahr eben noch wieder ein Ozonloch. Und das hat dieser Envisat-Satellit gesehen und MIPAS auch. Und MIPAS ist das Gerät hier aus Karlsruhe. Und was Sie auf diesem Bild sehen, ist, es gibt dann auch Überraschungen. Zum Beispiel 2011 haben wir im März über dem Nordpol, also nicht dort, wo normalerweise das Ozonloch ist, über Südhemisphäre, Südpol im September, Oktober, sondern über dem Nordpol im März, also hier im Frühjahr, auch eine Art Ozonloch gesehen. Und wir verstehen das auch teilweise. Ich sage jetzt auch nicht, ich komme noch zum Thema Vorhersagen, dass das also alles schlimmer wird und so weiter, aber es ist eben sehr wichtig, das zu überwachen. Der Satellit insbesondere liefert uns, und das illustriert das auch gut, einen Überblick. Also Sie können eine große Region geografisch abdecken, wie wir auch nachher sehen beim Wetter. Und wir können eben auch verschiedene Gase messen vom Weltraum aus. Sie sehen hier links, das ist Ozon, also die Substanz, die abgebaut wird. Blau, das ist dort, wo dieses Loch in Anführungsstrichelchen ist. Und rechts sehen Sie eine andere Substanz, das ist eine aggressive chemische Substanz, ClO, die genau dort, wo das Ozon abgebaut wird, eben sehr stark vorkommt. Und unsere Modelle können uns dann eben auch helfen zu verstehen, wie dieses ClO, was eben aus menschengemachten Substanzen kommt, das Ozon dort abbaut.
Letzte Bemerkung noch zu der Folie. März 2011, da denken natürlich viele Leute auch an ganz andere Ereignisse. Das war nämlich Fukushima 2011. Ja. Da ist damals in Japan dieses Kernkraftwerk durch einen Tsunami beschädigt worden und dann eben anschließend explodiert. Ich will dann nur sagen, wir untersuchen wichtige Dinge, aber es gibt natürlich auch andere wichtige Dinge. Und wir haben uns damals sehr zurückgehalten, auch nicht irgendeinen Alarmismus zu machen. Ein Ozonloch. Fukushima war einfach wichtiger. Wir haben natürlich auch andere Technologien und Sie haben eben gesehen, das war eine Messung aus 18 Kilometern Höhe. Das ist gar nicht so leicht. Also 18 Kilometer kann man relativ leicht rennen, hier beim Baden-Marathon zum Beispiel oder so, aber 14 oder 18 Kilometer oder 40 Kilometer in die Höhe, da kommt man eigentlich nicht mal mehr mit Flugzeugen. Und deswegen, wenn wir in diese Schichten wollen, machen wir auch andere Messungen. Hier zum Beispiel sehen Sie ein Bild von einem Höhenballon. Das ist im Sommer 2014 in Kanada, gemeinsam mit der französischen Raumfahrtbehörde CNES. Denn das sind riesige Ballons. Vielleicht erinnern Sie sich an den Österreicher, der da mal runtergesprungen ist, Felix Baumgartner. Hier war niemand an Bord, aber Sie können eben sehen, wie es von dort oben aussieht. Und ich zeige dieses Bild immer gern an der Stelle, damit Sie auch mal sehen, wie dünn die Atmosphäre ist. Sie wissen es ja, wenn Sie mal im Flugzeug aus dem Fenster schauen, in 40 Kilometern Höhe ist es eigentlich schon ganz schwarz, weil da eben keine Lichtstreuung mehr ist. Und diese kleine Schicht, die man dort hat, das ist eben diese Müllhalde, wo wir das ganze CO2 und auch alle möglichen anderen Substanzen reinpumpen. Man kann das natürlich messen und die Atmosphäre ändert sich seit dem Anfang des industriellen Zeitalters ganz enorm. Schwierig wird es, wenn man eben versucht, vorher zu sagen, was die Konsequenzen davon sind. Wir haben auch noch andere Plattformen, also ich mache mal einen kleinen Rundumschlag, was wir benutzen. Das ist ein eigentlich für Millionäre, Milliardäre, Stars und so weiter vorgesehener Business Jet, eine Gulfstream. Die haben wir aber gekauft unter Unterstützung des KIT-Präsidiums und auch des DLR und anderer Partner, Max-Planck-Gesellschaft. Davon gehört dem KIT 10%. Das ist also schön zu wissen, aber insbesondere, was Sie sehen sollten, ist, dass unten drunter, das Ding ist ja komplett umgebaut, ich versuche es Ihnen mal zu zeigen, da ist etwas, was normalerweise dort nicht dran ist. Und in diesem Bauch des Flugzeugs ist ein Gerät, welches wir gebaut haben bei unserem Institut, mit dem wir auch die Atmosphäre vermessen. HALO heißt High Altitude, also große Höhe, Long Distance, große Strecken. Wir fliegen mit diesem Flugzeug bis zu 10.000 Kilometer am Stück in Höhen zwischen 10 und 14 Kilometern und hatten auch gerade jetzt im letzten Winter eine ganz ausgiebige Kampagne über der Arktis, über der Nordhalbkugel, wo wir die Arktis in den Höhen vermessen haben. Und damit Sie mir auch glauben, dass das also kein Luxusgerät ist, habe ich ein Bild von innen mitgebracht. Das Ding ist vollgestopft mit Technik und Elektronik. Und wenn dann eben unsere jungen Kollegen dort eben 8 bis 10 Stunden mitfliegen und messen, ist das auch durchaus anstrengend. Aber so ist Wissenschaft. Letztes Beispiel von Plattformen, die wir nutzen, um die Atmosphäre zu vermessen. Wir benutzen auch Schiffe und natürlich haben wir in Karlsruhe kein Schiff, also jedenfalls nicht in der Größenordnung. Aber wir haben Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und die haben uns einfach erlaubt, freundlicherweise, aber das ist ja auch ein Forschungsschiff, dass wir dort also einen Doktoranden und seine Geräte unterbringen. Und der ist dann einfach mal mitgefahren von Kapstadt in Südafrika bis eben nach Bremerhaven auf dem Schiff und hat dann eben auch Messungen gemacht, wo wir also eins unserer Messgeräte, was die Atmosphäre dann misst, und zwar nicht nur die unterste Schicht, sondern auch bis weit oben, in diesem großen Süd-Nord-Schnitt hatten. Und auch das war nicht ganz einfach für Geräte und Wissenschaftler. Ich habe ein Foto, wo man eben sieht, wie es auf dem Schiff zugeht. Er hat natürlich auch seine Äquatortaufe bekommen, aber ich glaube, am anstrengendsten war einfach der ganze Wellengang für so einen Schwaben. Das ist natürlich schon ein Erlebnis. Ja, jetzt möchte ich aber ein bisschen auf die aktuellen Themen kommen, nachdem Sie gesehen haben, was wir so alles benutzen. Und das ist also jetzt kein Schiff, sondern ein Auto hier in der Rhein-Neckar-Gegend und das ist noch gar nicht so lange her. Und ich konnte natürlich nicht diesen Vortrag halten, ohne ein bisschen auf die Frage mit Wetter und Klima einzugehen, denn die Frage stellt natürlich jeder immer wieder, was ist denn mit diesen ganzen extremen Niederschlägen gewesen dieses Jahr, ist das jetzt Klimawandel oder nicht? Es ist natürlich extrem, das ist unbestritten, es hat auch natürlich eine Menge Schaden verursacht, ich habe jetzt ein relativ harmloses Bild rausgesucht. Aber die Frage, ob das Klimawandel ist, da mache ich einen ganz weiten Sprung mal zurück in der Geschichte und auch geografisch. Zum einen, selbst die Sintflut ist aus Klimaforschungssicht kein Klimawandel gewesen. Ich habe das mal rausgesucht, also das ist ja in verschiedenen orientalischen Mythen beschrieben, hier Gilgamesch und so weiter. Und die Sintflut hat, wenn man die Bibel nimmt, ungefähr ein Jahr gedauert. Also es hat 40 Tage lang geregnet, dann war 150 Tage waren die Wasser hoch, dann sind sie 150 Tage lang wieder abgegangen. Das macht ungefähr ein Jahr. Und Klimawandel
beginnt bei Perioden von etwa 30 Jahren. Also wir versuchen zu mitteln über 30 Jahre und schauen, was sich da ändert. Und das macht es dann eben auch sehr schwierig, weil ich meine, überlegen Sie, 30 Jahre in Ihrem Leben, können wir das überhaupt so abschätzen? Wie war denn das Wetter vor 30 Jahren? Und deswegen brauchen wir auch die Untersuchung. Und geografisch, auch wenn wir über Klimawandel reden, normalerweise ist natürlich für uns so ein Wetter ein ganz extremes Ereignis. Wir sagen auch ein Jahrhundertereignis. Aber die Menschen, die tatsächlich eben mit Klimawandel schon zu tun haben, das sind eben welche, wie Franz Nestmann sagte, in Regionen, die so küstennah sind, dass dort ein Anstieg des Meeresspiegels von einem halben Meter zum Beispiel wirklich zu dramatischen Veränderungen führt. Und wenn Sie das dann noch mit Extremwetter und Sturmfluten und so weiter koppeln, dann passieren halt solche Sachen, wie wir sie rechts sehen, in Asien, eben auf den Philippinen, Indonesien und so weiter, oder auch dann unten am Zusammenkommen mehrerer Flüsse, wo dann eben große Überschwemmungen oder auch Dürren in anderen Regionen auftreten. Das ist das, was wir als Klimawandel bezeichnen. So viel erstmal überhaupt zu der Größenordnung, über die wir reden. Und das andere ist eben, ich hatte das unvorbereitet mitgebracht, aber Franz Nestmann hat ja darüber gesprochen, die Satelliten, das sind nicht unsere Atmosphärensatelliten, sondern das sind Radarsatelliten, die jetzt seit etwa 20 Jahren fliegen, zeigen eben einen Anstieg des Meeresspiegels von etwa 3 Millimetern pro Jahr. Das ist also ziemlich konstant und ist übrigens auch am oberen Ende dessen, was der IPCC seinerzeit vorhergesagt hatte. Also das heißt, der Meeresspiegelanstieg ist wirklich groß. Es werden nicht 2 Meter am Ende des Jahrhunderts sein, wenn Sie einfach mal weiterrechnen. Es wird über einen halben Meter vielleicht sein, aber das macht für viele Menschen schon sehr, sehr viel aus. Also das wollte ich einfach nochmal zum Thema Klimawandel und Sintflut und so weiter sagen. Und zuletzt, aber auch sehr wichtig ist, wir haben ja Messungen und wir können ja gucken, ob das jetzt ein so ungewöhnliches Ereignis ist. Und Sie haben hier 2016 nicht mit dabei. Diese Sorte Diagramme finden Sie auf klimadiagramme.de, die von einem Wissenschaftler aus dem IMK, aus der Abteilung Troposphäre, Bernhard Mühr, betrieben wird. Und es ist zugänglich und da sehen Sie den Jahresniederschlag in Karlsruhe von über 100 Jahre. Und Sie sehen die rote Kurve, das ist der gleitende Mittelwert über 11 Jahre. Und dann sehen Sie vielleicht kaum eine braune Kurve, das ist dann der Trend. Und da ist kein Trend. Also auf klimatologischer Zeitskala sehen wir derzeit in Karlsruhe keine Zunahme des Niederschlags. Und das heißt, diese Extremereignisse, die wir hatten dieses Jahr, sind Extremereignisse, aber sind eben nicht Klimawandel. Und ich sage das auch deswegen nochmal ganz bewusst, weil wir haben ja eine globale Erwärmung, das ist auch wichtig, ich zeige Ihnen jetzt die Daten nicht extra, aber es ist nicht so einfach, Vorhersagen für den Niederschlag daraus abzuleiten. Ja, es gibt Gegenden, da wird es trockener, es gibt Gegenden, da wird es feuchter, es gibt Gegenden, da ändert es sich gar nicht. Und diese Sorte Forschung machen wir ja derzeit noch. Wir können die Änderung des Niederschlags regional nur sehr, sehr schwer vorhersagen. Und zwar nicht nur beim Wetter, auch beim Klima. Ist ja klar. So, und als letztes zu diesem Teil meines Vortrags. Wir haben am KIT ein Zentrum für Disaster Management und Risikoreduktionstechnologie, das CDIM. Da finden Sie auch Informationen drüber draußen auf den Postern und in dem Material, was liegt. Wir haben auch ein Klimabüro, das Süddeutsche Klimabüro. Geben Sie das mal ein oder klicken Sie sich durch oder sprechen Sie Leute an. Ich habe Hans Schipper gesehen. Das ist hier von wieder Bernhard Mühr und den Kollegen und Michael Kunz vorbereitet worden. Das ist gerade 2 Tage alt, am 20. Juni ist das veröffentlicht worden. Eine ganz ausführliche Analyse inklusive der Kosten dieser Extremereignisse jetzt im Mai und Juni. Wollte ich einmal kurz Werbung dafür machen, weil das ist eben auch angewandte Wissenschaft, soll Ihrem Verständnis dienen, aber natürlich auch einfach erstmal informieren, was sind die Auswirkungen. So, jetzt möchte ich zu einem anderen Punkt noch kommen, weil ich habe ja über Klimawandel und Wetter schon geredet, aber ein Aspekt, den wir viel zu oft vernachlässigen und deswegen will ich ihn wieder in unser Gedächtnis bringen, sind die Hitzewellen. Das habe ich letztes Jahr bei der Jahrestagung schon mal gemacht. Da war gerade eine Hitzewelle, jetzt beginnt gerade so eine kleine Hitzewelle. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Wir haben hier verschiedene Artikel, Sie können es wahrscheinlich kaum lesen, aber in der Fachliteratur seit Jahrzehnten sagen alle Modelle vorher, dass wir mit der globalen Erwärmung in Europa auch mehr Hitzewellen haben werden, und zwar heftigere Hitzewellen, also die Temperaturen werden höher sein, sie werden länger dauern und sie werden auch häufiger passieren. Das ist der Titel dieses englischen Artikels hier rechts. Und um Ihnen das nochmal zu zeigen, weil die Leute haben natürlich immer viel Fragen auch und die Modelle sind natürlich immer nur so gut wie das, was man reinsteckt, aber die Modelle basieren ja auf unseren Beobachtungen. Wir validieren die mit existierenden Daten und dann versuchen wir Vorhersagen zu machen. Hier haben Sie
von der ETH in Zürich als ein Beispiel. Die hatten eine Studie koordiniert, wo sie 10 verschiedene Modelle mal verglichen haben. Und die Farben drücken aus, um wie viel sich die Hitzewellen am Ende des 21. Jahrhunderts verlängern werden, um wie viele Tage. Und dieses dunkle Violette, das sind halt 20 Tage. Das heißt, die Hitzewellen werden sich teilweise in Spanien um 20 Tage. Vielleicht sind es ja auch nur 15 oder 10. Aber rein qualitativ, sie werden längere Hitzewellen haben, sagen die Modelle, und sie werden auch häufiger haben. Wir werden uns an die Hitzewellen gewöhnen müssen, mit all den ganzen Auswirkungen. Und das hat natürlich sehr viele Auswirkungen, auch für die Städte. Letztes Wort zu diesem ganzen Thema. Ich gucke immer gerne in die Geschichte, und der Perikles, das findet man ja auch immer wieder, war also ein Feldherr aus Athen, Krieg mit Sparta, kennen Sie alles. Und er hat diesen Satz gemacht: Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Damit meint er natürlich nicht, dass es keinen Sinn macht, zu überlegen, was passiert. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und da arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr eng zusammen mit allen möglichen Behörden, mit dem Deutschen Wetterdienst, mit dem BMBF. Oder hier zum Beispiel ist auch gerade vor 2 Tagen jetzt ein Projekt rausgekommen, was wir gar nicht machen werden. Aber das geht direkt in die Bauwirtschaft, wo es eben dann darum geht, wie kann man denn die Folgen des Klimawandels im Bau entsprechend berücksichtigen. Ja? Also ich denke, wir brauchen eine große Zusammenarbeit, nicht nur eben die Klima- und Wetterforschung, sondern eben auch die Behörden und dann eben in diesem Fall auch die Industrie und die Kollegen aus anderen Fakultäten, Architektur und so weiter. Ich habe jetzt noch ein letztes, schnelles Thema. Ich wollte Ihnen ein bisschen zeigen, was wir an Technologie entwickeln für die zukünftigen Beobachtungen. Und ich hatte ja darauf hingewiesen, Satelliten haben eine Lebensdauer von vielleicht 10 Jahren oder so. Und Wissenschaftler arbeiten Jahrzehnte dran. Wir kommen jetzt allmählich in Zeiträume, wo man Klimaforschung auch mit Satelliten machen kann, einfach weil wir schon so lange Satellitenbeobachtungen haben. Das hier ist der Satellit, der Ihnen jeden Abend die Wetterkarten liefert. Der heißt Meteosat Second Generation, sieht aus wie eine Tonne. Die Dinger gibt es jetzt etwa auch seit 15 Jahren und werden derzeit komplett revolutioniert. Und deswegen werden sie also in etwa 5, 6 Jahren auch einen viel besseren und genaueren Wetterbericht oder Wettervorhersage haben. Die Bilder, die Sie jetzt so kennen, die sehen also so aus. Ich wollte Ihnen nur noch mal kurz das Prinzip erklären. Der Satellit misst von 36.000 Kilometern Höhe aus in verschiedenen Farben das Licht, welches ihm von der Erde zurückgeschickt wird. Man kann dann Wolken sehen, oder wenn Sie ein bisschen schauen, das liegt nicht am Beamer oder so, sondern Sie sehen dann auch verschiedene andere Bänder, die man durch geschickte Kombination der Farben sehen kann. Und wenn man dann in einen ganz anderen Bereich geht, andere Farben nimmt, dann kann man zum Beispiel auch Wasserdampf sehen. Wasserdampf, Sie werden jetzt sagen, ah, das ist irgendwie alles gleichfarbig. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch wieder diese Bänder. Der Wasserdampf ist ja schließlich das, was dann nachher zu den Niederschlägen führt. Und das sind die Dinge, die wir derzeit versuchen zu verbessern, dass wir diese Messung noch genau machen. Das ist übrigens von heute früh. Das können Sie sich auch direkt bei EUMETSAT auf dem Internet mal anschauen, wenn Sie das interessiert. Die erste Satellitenmessung überhaupt der Atmosphäre war übrigens 1960, da war ich noch nicht geboren, aber das ist auch noch nicht so lange her für klimatologische Zeiträume. Ja? Das sind jetzt 56 Jahre. Ich hatte Ihnen ja gesagt, Klima fängt bei 30 Jahren an. Das war damals einfach nur ein Foto, im Infraroten übrigens, und der Satellit hat auch nur 78 Tage lang funktioniert damals. Also heutzutage hat man ganz andere Zeiträume, aber das zeige ich Ihnen jetzt gleich noch ganz kurz. Woran also jetzt gebaut wird, ist die dritte Generation, die Third Generation, wo wir eben auch beteiligt sind an der Instrumententwicklung und an verschiedenen Produkten. Die fliegen entweder in 36.000 Kilometern Höhe, das sind 6 Satelliten, die also bis 2040 funktionieren sollen. So lange geht die Planung voraus. Und genauso diese, Low Earth Orbits in etwa 800 Kilometern Höhe, die METOP-Satelliten, die eben auch von EUMETSAT gebaut werden und dann auch teilweise in europäischen Projekten benutzt werden, wie Copernicus, da geht jetzt schon die Planung bis 2040. Das heißt also, man muss als Wissenschaftler rechtzeitig seine Ideen dort einbringen, damit diese operationellen Satelliten auch die Produkte liefern, die wir dann haben möchten. Ich habe Ihnen das hier nochmal als Zeitskala mitgebracht. Da sehen Sie also, das ist diese Generation, die derzeit fliegt. Das ist die, die jetzt vorbereitet wird. Das sind diese polaren Satelliten und dann gibt es noch ein paar Forschungssatelliten. Da kann man auch nicht einfach mal schnell was dran ändern. Und deswegen, wir als Forscher versuchen eben mit diesen Organisationen diese langfristigen Beobachtungen, die dann eben zum Klima auch führen werden, weltweit zu der Klimabeobachtung zu begleiten. Ich
habe hier nur ein Beispiel, ich hatte Hitzewellen erwähnt, da sehen Sie aus dem Jahr 2003 mal eine ganz ungewöhnliche Messung. Das ist nicht die Temperatur an der Oberfläche, sondern das ist das Ozon an der Oberfläche, also der Schadstoff Ozon, der auch reglementiert ist. Und wo man eben sieht, dass während einer Hitzewelle sich riesige Gebiete ausbilden, hier in Südwesteuropa oder auch im Osten, wo eben das Ozon langanhaltend über sehr, sehr große Bereiche sehr hohe Werte annimmt. Und auch das müssen wir eben berücksichtigen in Zukunft mit den Hitzewellen. Meine zwei, drei letzten Slides gehen jetzt nochmal zu den Treibhausgasen. Wir arbeiten sehr viel mit der Industrie zusammen, auch mit dem DLR hier, oder hier ist Airbus in Friedrichshafen am Bodensee dabei, weil wir natürlich überlegen, wie können wir denn jetzt diese CO2 und Methan und anderen Emissionen, die also reglementiert werden, damit wir das 2-Grad-Ziel vielleicht einhalten, wie können wir die messen? Und da haben wir also auch ein Satelliteninstrument vorgeschlagen, was man auf einem anderen Satelliten mitfliegen kann, zum Beispiel einem Fernsehsatelliten oder so, mit dem man dann die Treibhausgase misst. Wir sind auch an einem ähnlichen, das sieht jetzt alles sehr einfach aus, wir sind an einem ähnlichen Projekt beteiligt. Hier sehen Sie mal, wie das dann tatsächlich aussieht. Also das ist jetzt so die erste Skizze, die man nach einem Jahr dann entwickelt hat, wo man schon weiß, wie groß und wie schwer das ist. Und das ist jetzt hier ein Gerät, was die Holländer derzeit für die ESA bauen, Tropomi für den Sentinel, der eben in 2-3 Jahren startet und auch Methan und CO2, aber eben nicht vom geostationären Orbit aus misst. Ich hatte Ihnen was über HALO gesagt, deswegen habe ich Ihnen auch so wie der Franz Nestmann noch einen Film mitgebracht und dann komme ich zum Schluss. Da sehen Sie nochmal, was das Ding eigentlich genau misst und wie es funktioniert. Also das ist dieser Bauch unter dem Flugzeug, da drin sitzt unser Gerät, das kann sich drehen, das misst das Licht, welches aus der Atmosphäre kommt, in so einer speziellen Geometrie. Und gleicht also diese Flugzeugbewegung aus. Das ist das T im KIT, wie Frank Schilling auch schon sagte. Das ist Technologie von morgen. Hier sehen Sie jetzt mal einfach nur ein Beispiel, wie sich das so bewegt. Sowas machen wir und Sie sind natürlich jederzeit auch beim Tag der offenen Tür und so eingeladen, sich diese Geräte mal anzuschauen. Die Zeit reicht natürlich überhaupt nicht, um Ihnen nur ansatzweise zu erklären, was das alles genau macht. Übrigens in Zusammenarbeit auch mit dem Forschungszentrum Jülich, auch ein ehemaliges Kernforschungszentrum, was jetzt sehr stark auch in der Umweltforschung sich engagiert. So, und ganz zum Schluss, wir haben ein neues Satellitenprojekt, Atmosat, da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein, aber ich möchte Ihnen noch diese Webseite empfehlen, das ist mein letztes Slide, und zwar, weil ich dort im wissenschaftlichen Beirat bin und weil auch dort die Aufgabe ist, die Leute zu informieren über Dinge, die also in der Klimadiskussion laufen. Und wir haben gerade, und ich meine, ich bin hier im Rathaus und deswegen darf ich mir auch eine politische Bemerkung erlauben, wir haben also gerade das AfD-Programm mal auf seine Aussagen zum Klimawandel gecheckt. Und ich werde die jetzt nicht wiederholen, aber ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie mal reinschauen. Wir haben als Wissenschaftler geguckt, es ist eine der Parteien, die sich am allermeisten zum Klimawandel äußert. Und was da drin steht, sollten Sie sich dann mal auf dieser Webseite durchlesen. Vielen Dank.